Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück beim Wellness Center hier unter Tage bei blauem Licht, entspannten Farben und dem Fleischhammer. Hallöchen, Popöchen, schön, dass Sie wieder da sind und viel Spaß. Ja, Beet mache ich ein andermal, das packe ich mal in den Kühlschrank. Ne, packe ich hier unten in die Küche. Wollen wir da jetzt rüberfliegen zu den Kolchosen und uns dort unser Beet holen? Ja, genau. Ich hätte gesagt, dass wir kurz noch bei den Aussätzchen vorbeifliegen, Hallo sagen, genau. Das ein oder andere mitnehmen. Ich habe sie ja neue Sachen gefunden. Mal in die Schatzkiste einen Blick werfen. Bist so. Leer? Dann können wir ich habe noch einen gelben Rallye-Streifen in die Mitte gezogen. Schön. Mal gucken, genau magst. Mein Style. So, jetzt sollte man die Tür noch gelb machen, aber nee, passt schon. Nee. Oh, hier von, da oben habe ich etwas geschrammt. Ich habe auch noch eine Crafting-Maschine gebaut, warte mal. Guck mal hier. Feinst. Dann gebe ich hier ganz schnell die Lakaipistole zurück, bevor ich wieder gehatet wird. Das bitte nur bei Fleischhammer. Boah, die Triebwerke sehen ja mal Hammer aus, wenn die angehen. Oh, shit. Schau dir das mal an. Ey, das Innen. Achso, mach's jetzt gerade schwarz. Sieht ein bisschen aus, als ob er ein blaues Auge hat. Bah, leck mich doch am Arsch. So. Nicht abrutschen! Oh. Ich wollte das gerade schwarz machen hier. So, ich mache mal die Triebwerke schwarz, weil ich finde, das Rot passt überhaupt nicht. Okay. So, ich habe das jetzt wieder schwarz gemacht, die Seitenflächen. Jetzt soll es passen. So, wir haben Kühlschrank an Bord, wir haben Stauflächen, wir haben Waffen. Wir haben einen geschützten Kern, der übrigens auch, finde ich, so ein bisschen cool aussieht hier in der Mitte. Mhm. Der ist mit Panzerplatten geschützt. Cool. Ich hoffe auch von unten, aber alles wird gut. Der Cockpit das vor allem das steht. Gute ist, dass wir das Cockpit beschießen. Bitte? Jetzt bleiben wir ganz kurz stehen, weil ich habe jetzt gerade, was mir jetzt auffällt, jetzt klippt nämlich der Boden durch. Das wollte ich ja von. Ich gucke jetzt mal, auf welchem Field of View sich das verändert. Was wir haben übrigens einen gelben und einen schwarzen Flügel. Hallo? Was? Ja? Moment, das muss ich korrigieren. Mhm. Das sind gelben und schwarzen tatsächlich, oh Gott. Hat aber jemand, ha, wieder betrunken, was, die Lackierpistole gesprungen. Die Pistole ist schon. So, jetzt natürlich. Zu. Stuhl. Alles klar. Go for it. Ah, das ist mein erster Testflug gewesen. So, mal gucken. Oh, die Außenteile sind gar nicht angemalt, aber ist egal. Ach, die da. Oha. Oh, der hat aber. Schön. Schön Wumms. Beschleunigt, aber sieht gut aus irgendwie, ne? Stromverbrauch ist leider ziemlich hoch. 115% ist ordentlich. Aber wir haben 18 Minuten, 19 Minuten. Könnte allerdings auch die großen Düsen ausschalten, aber es fliegt sich fantastisch. Sag mir mal willkommen klingeln. Wir sind schon da. Ah, guten Tag. Das hat ganz schön einen Antrieb, oder? Ah, wir haben ja keine Bremse. Ah ja, okay. Gut, ist ja kein Problem. Man muss halt. Aber das wäre doch jetzt, hast du noch Richtungsdüsen da? Nee, hast du nicht gehört. Ja, doch, habe ich irgendwo in einem. Shit, wir haben echt keine Bremse, ne? Gibt's dann ja lass uns die Scheinwerfer wegflexen, weißt du, und die Richtungsdüsen vorne draufsetzen. Oh, was ist nicht mit F? Wie gehen nochmal die Scheinwerfer an? T. Theodor. Achso, die sind schon an. Alles klar, ist schon jetzt an, ja. Machen wir einfach mal aus. Warte, eine Landung. Sehr schön. So, auf jeden Fall. C, aber hast du Richtungsdüsen noch da? Oder? Ich glaube ja, warte mal, guck mal hier hinten drin. Hier nicht. Sonst hätte ich mich gesagt, lass uns die Scheinwerfer wegflexen und wir machen da die Richtungsdüsen dran oder den Gegenschub. Hast du nicht? Ah, nee, hast du nicht. Na gut. Wieso nicht? Weiß ich ja. Das kriegen wir schon ohne, ne? So, guten Tag, wir kommen von der Abbaukontrollstation Patrouille. In Frieden. Problem ist jetzt, wir müssen den Kern finden, ne? Hatten wir den nicht schon gefunden? Echt? Ich probiere das mal. Hallo, guten Tag. Wollen wir nur ganz kurz. Gleich zu den. Nee. Okay, dann guck mal. Muss ich hier irgendwo rumeiern? Mal hier vielleicht. Hier ist er. Was denn? Ja. Meinst du, haben wir was dagegen? Nö. Ah ja, alles klar. Können wir den so abbauen? Können wir nicht, ne? Oha. Ach, scheiße. Noch. Ja, nee, das waren Wartungsarbeiten, fühlen sich nicht gestört. Wir bringen einen neuen Kern, wenn der geliefert wird. Aktuell sind da noch Lieferengpässe. Wir nehmen auch mal
zur Sicherheit die Beete mit. Was geht so schön? Ich habe keine Abladung mehr. Abladung. Shit. Ich habe Abladung. Nee, ich glaube im Raumschiff. Wo ist noch eins? Gegenüber, ne? Hat die hier hingelegt, ja, tatsächlich. Da war ich schon. Gut. Okay. Erstmal nachladen. Hallöchen, ne? Alles klar, soweit. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier mal deren. Was ist hier drin, ne? Holzplatten. Die Spawn-Plattform abgebaut. Wir bauen deren Base um die hier rum ab. Ach, guck mal. Das gab nichts. Wir hatten ja aber alles gelootet, ne? Ah, ne, hier ist noch Zeug drin. Gab nichts, ja. Dann schauen Sie bitte. Ich muss hier mal. Ja, gut, ist wie, ne? Bei Avatar. Kunststoff-Rohmaterial. Ich weiß ja nicht, ob man das braucht. Ja, stimmt, hat was von Avatar. Ja. Schau den Nee, das unter dem Heimatbaum ist ja praktisch die. Oh, Steuergeräte auch. Ach, da oben. Hallo? Die was dagegen haben? Nein. Ach, Quatsch. Das ist ja für den Aufbau einer neuen Zivilisation, dass die eigene kaputt geht. Hat in der Geschichte ja wenige interessiert. Genau. Sehr gut. Das ist schön gesagt. Ja, nee. Das ist es, ne? Oh, warum sollen wir jetzt mit anfangen, uns Gedanken über den. Kommen wir mal wieder ab. Ich habe auch deren Pflanzen geklaut. So, Dings hast du nicht dabei, ne? Nee, hat man gesagt, ja. Okay. Ich habe Zement, Kunststoffrohmaterial und ein bisschen Tüdelü, Nährstofflösung und so. Ja, Tüdelü habe ich auch noch, ein paar Glasplatten. Lass mal hier in die untere Kiste uns kurz entleeren. Evakuieren. Dann stackt das wenigstens ein bisschen. Warte mal, kann ich hier mit dem. Kann ich da irgendwas bauen? Schubdüse, warte mal, Elektronik-Spawnig. Motor. Haben wir das nicht gekriegt gerade? Hast du einen Constructor dabei? Ja, hab ich gebaut. Wir haben. Ah, Constructor, da. Ach, der ist so klein, gar nicht erkannt. Nimm einfach mal. Du hast deine Bohrer. Bauen wir den aus dem Raumschiff aus. Du hast deine Bohrerladung da jetzt mit drin gelegt. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht. Nee. Kannst du mal schauen. Tatsächlich, ich kann hier eine Schubdüse bauen. Nee, es war nicht meine Bohrerladung, es waren deine. Nee, machen wir eine richtig. Dagegen, aber Richtungsdüsen. Komm, do it. Strom ist an. Nee, ich brauch gleich eine richtige Düse hier. Ich finde, die Düsen sehen aber cool aus mit diesem blauen Ring. Da erinnert mich so ein bisschen an Tron. Düse im Sauseschritt. Soll ich die abbauen, die Scheinwerfer? Wieso geht denn das nicht? Bau die Scheinwerfer ab. Weg. Ja. Er will mich doch verarschen. Ah ja. Hab die Scheinwerfer abgebaut. Gut. Nee, wieso denn? Oh, ich kann nur eine bauen. Also super, dann fliegen wir mal kreiseln mal ein bisschen. Wir haben ein bisschen Kabel und noch einen Motor und Elektriks und so. Man könnte auch hinten noch eine Düse abbauen. Ich meine, wir haben eh zu viele Düsen hier hinten. Genau, wir bauen einfach. Bauen wir die unteren ab. Die unteren, ja. Oh, ich hab lackiert. So. Wie die so zusammenge. Oh. Ach, ja, die waren versetzt drin. Okay, alles klar. Da Lackierstelle, die schnelle schwarz, fällt es nicht auf, dass jemand ausgebaut hat. Nee, Mann, ich muss es dann auffüllen. So. Ah, Quatsch, ist kein Problem. So, machen wir da vorne, willst du jetzt also Schubdüsen ran machen, schnell noch. Eine gute Sache. Oh, Gras hängen geblieben. Wir brauchen noch irgendwo Licht. Hast du noch eine Idee, wo wir Licht dran machen können? Ja, ich fand halt in den Außentriebwerken fand ich jetzt halt die Schubdüsen irgendwie ganz spannend. Was? Whatever you do. Whatever you say. Ich mach's hier hin, guck mal, hier ist ein schönes Licht, ja. Okay, machen wir sie schwarz, damit sie nicht so auffällt, weil sie ja so klotzig ist, ne? Die sind noch sehr klotzig, ja, das finde ich jetzt auch nicht so geil, aber geht nicht anders. Erstmal. Machst du noch gerade eine neue? Jetzt bauen wir noch unterwegs das Ding um. Wobei, Schub haben wir echt genügend. Guck mal, mit dem Konstruktor können wir ja so ja noch eine Salami zimmern. Ist doch fantastisch. Was hältst du davon in die Ritze, wo das Fenster. Genau da. Genau, da hätte ich es hingesetzt. Komm. Ah, der backt manchmal noch ein bisschen, oder was?
Genau da, wo du den Scheinwerfer hingesetzt, hätte ich es auch hingesetzt. Ja. Ich habe ja schon den Scheinwerfer in der Tasche. So, Setzer, ich lackiere. Gesetzt. Wo? Oh. Hä? Andere Seite. Oh. Wie? Ach hier, die Schubdüse. Ja. Wie, wart wie? Ich dachte, den Dings hätte ich hingesetzt. Ich weiß nicht, ob das... Ich packe mal Material da rein. Sogar zu wenig ist. Ich würde dir gerne, wisst ihr, damit du einen warmen Kopf hast. Den Reaktor freilegen. Setz ich dir hier auch noch eine Schubdüse rein. Pack dir das ob mal das in, okay in ist für dich? Den Konstruktor. Pack ich dir mal den Kram rein. Ja, geil. So. Achso. Alles drin. Hier rein. Ja, ja, aber jetzt haben wir es doch asymmetrisch. Jetzt ist doch praktisch. Ah, ne, ist es nicht. Was mit dem zweiten Scheinwerfer? Wir haben ja nicht genug Material für. Wir haben noch zwei abgebaut. Ach, den können wir, nee, andersrum, den können wir damit nicht bauen mit dem Ding. Ah, okay. Wieso ist der eine da? Hat sie den noch über, oder wie? Den hatte ich noch über, ja. Ah, alles klar. Muss doch alles immer ganz genau wissen, wa? Captain Kolchose. Ja. Komm, steig ein. Ich bin drin. Right? Ja. This is the door. I'm right on my scene. Sitzt du? Jo. Und jetzt schub. Ich finde, da fehlen auch so richtig geile Sounds, weißt du, wenn die großen Triebwerke angehen. Könnte ruhig ein bisschen mehr Alarm machen, ja. Müsste das irgendwie so... So richtig schön... Oh, was ist denn das da? Liegt da was vor uns? Magnesium. Guck mal, siehst du das auf dem Boden? Direkt vor uns? Das ist auch eine Drohne, das ist auch eine Drohne. Epsilon Outpost. Outpost. Oh, die schießen auch schon auf uns. Oh. Oh, der rechts von uns ist auch noch so ein Ding. Oha. Wow, 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 wow. Okay, ein bisschen außerhalb landen vielleicht. Oh, das. Oh. Okay, wir fliegen zurück. Nicht oh, da. Nee. Oh, 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 nicht die Mama. Gut, 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 gut. Okay. Warum haben die uns jetzt fast gefickt? Also, waren da zwei, hast du gesagt? Ey, lass uns mal in den Weltraum vorher. Ja, das sind zwei. Ja, okay, bevor sie uns völlig zu klump schießen, lieber erstmal im Weltraum. Weißt du, was uns auch fehlen? Die Dockingfüße. Nee, die sind dran. Nur halt nicht so direkt. Nicht sichtbar. Nicht sichtbar. Ja, stimmt, aber ich finde die nicht schön. Also, ich finde alle nicht schön. Gibt es nicht diese Platten? Ein bisschen aus ganz Lego. Ganz flachen. Ja? Wir haben irgendwie... wir haben ein Triebwerk verloren. Was? Nee. Siehst du das? Bei mir ist alles dran. Bei mir ist es weg. Welches Triebwerk? Eins von den großen? Das linke, ja. Nee, bei mir sind beide dran. Na ja, gut, vielleicht. Aber was wir gerade machen, ist auf dem Kopf fliegen. Echt? Jetzt nicht mehr. Ne? Von die Maus gedreht. Es zuppelt so ein bisschen. Gut, bei mir nicht. Läuft gut. Der Sonne entgegen. Nee, so bei mir zuppeln so die... Ich würde gerne mal schießen. Oh, Satium-Asteroid. Oha. Okay, anhalten, anhalten. Helm an. Oh ja, gut. Und... Noch ein Stück, oder? Ja, stopp. Reicht, ja. Okay. Deckel... Y. Ich muss V ausmachen. Das ist dann von der Erz. Oh. So. Oh. Irgendwelche Drohnen in der Umgebung. Jetpack an. Wie viel Abbauladung hast du eigentlich mit? Nur so. Nämlich nur noch eine. Nein, Quatsch, ich hab eine ganze Menge. Ich hab nämlich gerade keine. Die sind ja, ich sag doch, du hast mir nämlich gesagt, ich hätte die Abbauladung. Warte mal, ich bringe sie dir. Du hast jetzt. Ja. Du hast mir nämlich gesagt, ich hätte meine da reingelegt. Das war nämlich in Wirklichkeit deine, weil ich auf 23 hatte. Ja, ich wollte nur testen, ob ich aufpasse. Mhm. So, wie war teilen? Rechtsklick. Zack, so. Liegen in der obersten Kiste. Ehrlich jetzt? Bei dir ist da, sind beide Triebwerke noch da? Ja. Ja, okay. Dann werde ich mich da einfach nicht drum kümmern. Boah. Wir müssen auf dem Radar achten, nicht, dass uns jetzt irgend so eine Drohne so... Hi, ja, Jungs! Gute Sache, ja. Hi, guys. Ha. Hi guys, nice to see you, nice to meet you. How are you doing? Ich buddel mich jetzt erstmal so ein bisschen hier rein. Übrigens scheint es so zu sein, ich weiß nicht, ob es mit der Version schon gefixt haben, es kam von den Zuschauern, dass wenn man sich diese
Automatik Abbautools macht, dass sie auch weiterhin abbauen, obwohl kein Material mehr da wäre. Ah. Also die spawnen sozusagen da. Ich würde sagen, so ist es gelöst, ja. Okay. Sieht irgendwie cool aus, das Satium, ne? So kupferfarben. Ja. Lässt sich hier auch gut, hat so papierähnliche Strukturen irgendwie. Zuckelt jetzt so zusammen. Ich bin schon bei 400. Ich auch, 459. Ist anscheinend Potenzial da. Das geht jetzt echt ein bisschen fix. Dann machen wir jeder 1000 voll, dann brauchen wir nie wieder einen Weltraum. Nee, so ist nicht. Meinst du? Nee, aber jedenfalls nicht mehr Asteroiden irgendwie farmen. Wenn das so schnell geht. Ja, fast 740. Du bohrst auf den Kopf. Gut. Das ist im Weltraum ja eigentlich egal, oder? Ich meine, ja. Im Weltraum ist ja... Also von mir aus gesehen, was halt auf dem Kopf sitzt. Stinken. 902. Jetzt nochmal 55, 980. 996. Ja, ich hab... Also 999 lang? Reicht, dann fertig ist die Laube. Schon weit drüber, aber... So, jetzt müssen wir nur das Raumschiff wiederfinden, naja, ist kein Problem. Wo willst du denn hin, Liebel? Allein. Die dritte also meinst du, es langt erstmal? Wo ist es denn? Gutes Stück. Ja, komm zu mir. Wenn ich wüsste, wo du bist. Kleines Raumschiff da. Ist ja komisch. Sag mal einen oder was? Ja, klar. Noch andere Materialien hier außer Satium? Nicht, dass ich wüsste. Was haben wir hier? M drückt. Moon. Buch Minias. Nee, zeigt er ja so nicht an, ne? Nee. Nope. Zack, nein. Ich sitze. J geht nicht. Du sitzt. Ego, perfekt. Schönes Ding. Schmeißt den Hobel an. Ganz komisch, das bei mir nur. Naja, wir fliegen jetzt einmal. Fliegen wir zurück oder was sagst du? Ja, hätte ich gesagt. Ja. Mehr gibt's hier ja eigentlich nicht. Den Mond brauchen wir eigentlich auch nicht besuchen, oder? Der. Meinst du, der hat andere Sachen? Nö, meine nicht. Übrigens, zuppeln halt jetzt auf. Anscheinend hat das irgendwie synchronisiert. Bei mir fliegst du jetzt seitwärts, ist das richtig? Ja. Okay. Bis hier wollen wir hin. Ja, jetzt zuppelt er. Er zuppelt bei mir so ein bisschen. Das liegt da wahrscheinlich, dass er das irgendwie nicht synchronisiert kriegt oder so. Keine Ahnung. Oh, rechts ist irgendwie... Warte mal, stopp mal. Ist das... Oh. Was ist das da? I have no idea. Freund oder Feind? Ich sehe es nicht auf der Karte. Ich auch nicht. Doch, da ist irgendwas an den... 1,4 Kilometer. Thermica Station? Freund oder Feind? Sieht doch schon wieder. Ja, ich auch. Hallo, ballerst du? Da sind auf jeden Fall Sachen auf dem Dach. Siehst du das? Auch nicht. Wie sieht man das die Ding nicht? Doch, die zielen auf uns. Ja? Ja, die zielen. Siehst du, ob die schießen? Ja, sie schießen. Ja, sie schießen. Sie schießen definitiv. Gib Gas. Hau mal ab, ich hab ja noch ein paar... Ja, das können wir uns dann ein andermal... Es zuppelt bei mir ziemlich stark hier, der Weltraum. Keine Ahnung, warum. Hey, mir hat er nicht angezeigt. Du willst wissen, wa? Also, ich hab die schießen sehen. 1,4 Kilometer fängst du an zu ballern, hör doch auf. Ich seh das nicht, wie weit das weg ist. 900 Meter, 8, 7... 768 hast du Abstand. Die schießen jetzt auch gerade. Ja, ich sehe. Was schießen die denn? Schießen die mit MGs oder was? Nee. Ja, jetzt kommen sie. Laser ist das. Ah, das kann sein, ja. Hast du die Schüsse hast du aber gesehen vom... Ich sehe die sehe ich, ja. Okay. Oh, der denkt aber nach hier. Der hält nämlich vor. Willst du das echt klären?
Eigentlich sind es ja nur drei Geschütze. Ich sehe hier mehr als drei. Also wenn ich allein die roten Dinger, die auf uns fliegen, sehe, sind das ein paar mehr. Ich hab das Gefühl, ich mach da nicht kaputt. Ja. Ich würde sagen, dreh mal ab, oder? Ja. Okay. Warum zuppelt der Scheiß so? Komisch. Fliegst du rückwärts? Der jetzt immer noch? Hä? Fliegst du rückwärts? Nee, vorwärts. Stimmt irgendwas nicht, er synchronisiert das anscheinend nicht gescheit. Achtung. Für mich fliegen wir gerade rückwärts. Ich hoffe. Wir werden normal den Orbit betreten jetzt. Ja, ich weiß nicht, auf dem Planeten war noch alles gut. Hast Level 14 reached, weil wir jetzt ist wieder alles gut. Oh, grüne Wand. Station direkt vor uns. Ja, Station rechts von uns. Bei uns. Ja, die sind direkt bei uns jetzt. Ich werde mal nach Haut fliegen. Na Hut. Na Hut. Ist denn bei dir jetzt immer noch nur eine Düse dran? Nee, nur zwei. Zwei. Nicht zu fassen. Vielleicht solltest du kurz mal gleich mal ausloggen. Also irgendwas hat er da nicht synchronisiert. Ich würde sagen, wir sind auch am Ende einer Folge von Imperium Galactic Survival mit der flotten Biene und rechts unsere Station, oder? Da. Ist hier nämlich schon unser Ding? Horizont. Oh, keine Ahnung, würde ich mal sagen. Wer cool. Baut schon bescheuert auf dem Berg? In lila. Sieht irgendwie lila aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.